Wir sind ja gerade wieder mal bei einem Wald- und Wiesenbad mit Peter. Kleiner Ausschnitt da jetzt mit mir. Wir verlassen die gewohnten Wege, die ausgetretenen Pfade, den Normen und gesellschaftlichen Programme, um da jetzt zum Tauchen in die Realität der insgesamten Wirklichkeit und um uns daran zu erinnern. Wer wir nun alle sind. Um uns daran zu erinnern, wo unsere Farben sind. Wo sind die Farben? Ja, wir sind das Licht in alle Farben. Das hat der süße Klee sagen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir süße Klee gegessen haben? Könnt ihr euch noch erinnern? Vergiss mir nichts. Da schauen sie überall. Ja, wir können uns noch erinnern und werden deswegen genau jetzt vor deinem Weg da abbiegen. Und jetzt sage ich was ich genau jetzt gerade entdeckt habe. Und so geht es mir immer und so geht es dann auch euch, wenn ihr mit mir unterwegs seid. In der Natur seid ihr mit einem äußerst talentierten Naturmensch unterwegs, der praktisch die ganze Zeit, wenn er irgendwo einen Schritt da draußen hinsetzt, circa in sowas unterwegs ist wie in dem da. Also etwas, das echt berührend ist, jedenfalls für mich. Für mich, ja. Und wenn dir das gefällt, dann kannst du bei mir buchen an einem Ort deiner Wahl. Und das machen wir jetzt. Wir tauchen da mal ein in diese geniale Realität und gehen da durch diese Höhle. Juhu! Und entdecken dann, abgesehen von dem und dem, eine zweite Höhle da unten und die. Die kennen wir natürlich auch überhaupt nicht. Und da arbeiten wir jetzt eine. Da gehen wir jetzt durch. Da lassen wir sie voll rein. Kopf über, oder? Geht eh nicht anders. Dann müssen wir den Kopf über einlassen. Und dann tauchen wir da ein und stellen fest, dass wir dort raus könnten, aber da müssen wir sie erst den Ausgang durchbefreien. Das ist jetzt übrigens schon Wald- und Wiesenbaden ziemlich weit rausgeschwommen, also ist schon echt Schwierigkeitsgrad 2 oder 3. Du kannst dir deinen Schwierigkeitsgrad aussuchen, wir können einfach nur auf einer geraden Wiesen liegen und die Blumen zuschauen, wenn kein Wind geht. Und einfach nur den Lichtfluss so genießen, wie er eben gerade ist. Es spielt keine Rolle, wie. Wichtig ist nur, dass wir in der Natur sind, dass wir Spaß haben, dass wir Schein haben, dass es uns gut geht, dass es sich richtig angespürt. Und dass wir das Gefühl haben, viele Teile von uns kommen gerade wieder heim, werden zum Leben erweckt. Viele Anteile von uns, die in Vergessenheit geraten sind, in dieser kalten, grauen, vorblasen Funktionswelt. Nicht besser oder schlechter, aber Entschuldigung, was die Konsumgesellschaft zum Bieten hat, ist echt fad. Und es ist nett und ich mag's, ja, aber das, was da gerade geht, das ist echt das pure, pulsierende Leben. Allein nicht diese Gerüche, ja. Wenn man sich da vorstellt, man steigt in der Früh in der Straßenbahn oder irgendwo ein und ja, diese Gerüche, wenn man da durch einen Tunnel fährt, da sind eher weniger Lichtblicke, ganz ehrlich. Hingegen, wenn wir das mal zurückschieben und dann da bei dem Lichttunnel rausschieben, da sind wir reingekommen übrigens. Da zwicken wir jetzt gerade mit unseren rot-weißen Socken. Das ist so kitschig, oder? Ja, kitschig, das machen wir schön. Und dann gehen wir jetzt da raus. Und rein da raus. Und hallo. Berühren da wieder die äußere Realität der Mutter. Könnten zum Beispiel da jetzt der Geburtsritual symbolisch machen, wo du dir Thema drinnen angibst. Einfach im Schoße der Mutter in der Höhle, da jetzt einmal drinnen blind bist, schaut mal, das ist schon wieder so eine coole Höhle. Und jetzt eben außergleiten darfst
ausgespuckt wirst. Von der Mama Erde in die Neiche. In die Neiche. Ganze. Oder ganzere, ein Stück weit ganzere Realität, die jetzt durch die Wirklichkeit wird. Jetzt schauen wir mal da, wo wir da echt gerade sind. Wir sind gerade an einem ziemlich tollen Ort gelandet. Wow. Ich hoffe, jetzt wird nicht gleich der Akku leer, aber er wird auf jeden Fall bald leer. Welches Kind jetzt noch? Eintauchen nehmen wir da jetzt nicht mehr, das könnte man natürlich theoretisch. Aber das machen wir jetzt nicht mehr, nicht mehr viel Akku. Wir versuchen jetzt eine Stufe höher zum Kommen noch und den Ausblick von da oben auf den Wald zu genießen, okay? Wir umgehen die Höhlen. Schau, diese schönen Lichthöhlen. Vorbei an diesen genialen Wurzeln. Wow, gibt's nicht das da durch. Na, da gehen wir schon durch. Zu schön. Also, oh Gott, das ist schön. Heimat, bist du großer Söhne. Da in den Gärten des Olymps, hocken wir jetzt auf. Normal dauert sowas dann jetzt, das hätte wahrscheinlich schon fast eine Stunde gedauert, da unten, wenn wir wollen hätten. Wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller an, weil sonst wird erstens am Video vielleicht fahren und zweitens der Akku immer bei mir. Aber leider sehen wir da jetzt auch nicht richtig komplett drüber. Jetzt müssen wir es nur versuchen. Aufgemessen mal nicht so, meins. Ich versuche es noch einmal auf den Hügel. Da ist alles wieder der Weg. Ein Handbrat, neben dem Weg, beginnt eine zweite Welt, eine andere Welt in der Welt. Und das ist die Welt, die du mit mir wieder entdecken kannst. Und durch dieses Entdecken in dieser Welt, durch diese Erfahrung, geht auch in dir eine vollkommen neue Welt auf. Ja, Leute. Bis sie dann zu dem Bild des großen Ganzen zusammenfügt, zu deiner insgesamten Realität, von der du im System abgeschnitten und getrennt gehalten wirst, auf das Radikalste und Brutalste. Deswegen steigst du mit mir da wieder komplett kompromisslos aus in die Freiheit des Seins, in die Klarheit deines Wesens, und zwar in die ganzheitliche. Ich schicke dir am Weg zu dir. Und das ist das größte Geschenk, das der Mensch auf der Erde weiter schenken kann, der selber für sich gelernt hat, möglichst effizient und hingebungsvoll am Weg zum Sein, weil mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Lernen am Weg zum Sein ist das Größte, das man überhaupt nur stattfinden lassen kann in dem Leben. Und das kannst du bei mir wieder lernen. Erinnere dich an das, was wirklich ist und wer du nun aller bist, weil du bist das Licht in alle Farben, geboren um zu strahlen, gekommen um zum Leben. Namaste aus der Lichtoase, wünscht dir der Peter. Nur das schönste, lichteste für das Gute, Wahre und Schöne. Soll alles in dir lebendig werden. Dafür sollst du leben und brennen. Namaste. Von mir zu dir.